Der Trafikant ist eine bewegende Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft. Das Stück, das auf Robert Seethalers Roman basiert, feiert Premiere am Theater Pforzheim. Österreich 1937. Der 17-jährige Franz Huchel wird nach Wien geschickt, um als Lehrling in einer Trafik, einem kleinen Tabak- und Zeitungsgeschäft, sein Glück zu suchen. Die Zeitungslektüre ist das einzig Relevante, das einzig Bedeutsame, das einzig wirklich Wichtige am Trafikantendasein. Keine Zeitung zu lesen hieße, kein Trafikant zu sein oder sogar kein Mensch zu sein. Und in diesem Wien der 30er Jahre lernt er Sigmund Freud kennen, lernt verschiedene politische Figuren der damaligen Zeit kennen. Und so langsam spürt man, wie über Wien der Nationalsozialismus aus Deutschland hereinbricht und somit schrittweise die ganzen Freunde, sei es Sigmund Freud, wenn er verjagt wird, sei es sein Chef, der Trafikant Otto Trischniek, dass der vertrieben wird, später auch umgebracht wird. Und der junge Mann hat sich aber auch zum ersten Mal verliebt und hat das erste Mal das Leben wirklich beim Schopf ergreifen können und wird jetzt dazu gezwungen, das alles aufzugeben und wird so zum stillen Widerstandskämpfer, würde ich das nennen. Während das Ensemble gerade im ersten Teil der Bühnenschau auf Humor setzt und es viel zu lachen gibt, wird der Ton im Laufe der Handlung ernster. Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komm. Lieber Gott, mach mich taub, dass ich an unsere Zukunft glaub. Lieber Gott, mach mich blind, dass ich alles herrlich find. Bin ich erst stumm und taub und blind, bin ich Adolfs liebstes Kind. Es sind die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg und Franz muss dabei zusehen, wie Hitlers Truppen in Österreich das Kommando übernehmen. Der erste Teil ist noch sehr schön, weil dieses Wien noch total intakt ist und jetzt schrittweise, das hat man im ersten Teil ja schon gesehen, zerfressen wird von den Handlangern quasi des Regimes. Und im zweiten Teil wird es dann soweit sein, dass dann sowohl Sigmund Freud Wien verlassen muss, als auch Aneshka, die Freundin von ihm, Wien verlassen muss oder sich jemanden sucht, mit dem sie wie aus Wien rauskommt und dort sicher ist. Und am Schluss wird natürlich auch Franz Huchel selbst durch seinen Widerstand abgeführt und er kommt um. Otto Trischniek, ich verhafte Sie wegen Besitz und Verbreitung pornografischer Druckerzeugnisse. Die Wichshälften versteckt! Verkaufst du den Juden? Der Zuschauer geht am Ende mit einem mulmig bedrückenden Gefühl nach Hause. Und genau so ist es vom Theater auch gewollt. Der Trafikant ist eine Warnung. Ich glaube, der Zuschauer sollte vor allem die Eindrücke mitnehmen, wie schnell ein System, was rein demokratisch funktioniert, überrollt werden kann. Es gibt so schöne Zitate in dem Stück, in dem gesagt wird, dann setzt sich ein Dahergekommener auf einmal einen Hut auf und zack, ist er wer. Und genau das ist das Problem, dass diese Macht und diese Spaltung, die wir ja auch überall gerade auf der Welt erleben, dazu treibt, dass man sich irgendwie besser fühlen möchte und stärker fühlen möchte. Und ganz schnell schwingt eine Gesellschaft dann um in einen Radikalismus, in eine Intoleranz und in ein autoritäres System hineinrutschen kann. Und das passiert hier an dem Fallbeispiel des Einzelnen. Abwehren! Oh, bitte. Na los, ho!